Warum haben Zebra schwarz-weiße Streifen? Es gibt 3 Zebraarten auf der Welt und alle haben diese Streifen. Sind die aus dem Tiergefängnis ausgebrochen oder was ist da los? Als schwarz-weiß gestreifte Tiere fallen Zebras in der braunen Savanne auf wie bunte Hunde. Und trotzdem schützen die Streifen Zebras vor ihren Feinden. Diese können in einer Herde einzelne Tiere nicht mehr erkennen. Durch das Streifenmuster erscheint die Herde wie ein einziges riesiges Tier. Die Streifen haben noch einen weiteren Vorteil. Durch sie werden Zebras weniger von Insekten gestochen. Denn manche Blutsauger setzen sich nicht so gerne auf gestreiften Untergrund. Die Streifen sind also ein genialer Trick, um sich vor den Plagegeistern zu schützen. Du, Anna, was ist das für ein Tier? Vielleicht ein Brillendinosaurier? Okay, das Tier sieht ziemlich witzig aus. Das ist definitiv ein Krokodil. Mit einer Brille. Könnte der Brillenkaiman sein, denn der ist ja auch ein Krokodil. Den Namen hat er allerdings nicht, weil er schlecht sieht. Sondern wegen der Knochenwulst zwischen seinen Augen. Sie erinnert an den Steg einer Brille, also den Teil, der die beiden Brillengläser miteinander verbindet. Und daher kommt auch sein Name. Brillenkaimane haben aber natürlich keine Brille auf. Die brauchen sie auch nicht, denn sie können gut sehen und das sogar unter Wasser. Statt einer Taucherbrille haben sie eine Nickhaut, eine Art durchsichtiges Augenlid, das sie vors Auge klappen, wenn sie abtauchen. Warum hat der Storch so einen langen Schnabel? Also Max, wie du siehst, es ist völlig unmöglich, die da mit dem Mund rauszufischen. Aber mit der Pinzette funktioniert es super. Und deswegen hat der Storch auch ein ganz ähnliches Instrument, nämlich seinen Schnabel. Bei einem Storch sind nicht nur die Beine lang, sondern auch der Schnabel. So ist er perfekt ausgestattet, um an Nahrung zu kommen. Als Fleischfresser bevorzugt der Storch kleine Tiere wie Frösche. Er muss manchmal ganz schön herumstochern, wenn er satt werden will. Mit dem Schnabel kann sich der Storch seine Beute einfach aus dem hohen Gras picken, wie mit einer Pinzette.